Willkommen bei einer weiteren Runde von Codenames. Ich bin bei der ersten Runde hier jetzt wieder der Geheimdienstchef. Mit in meinem Team ist Mac Eckel, eventuell gleich noch jemand anderes, der muss sich noch entscheiden, welches Team er geht. Gegnerischer Geheimdienstchef ist der liebe Sola und Ermittlerin ist Diona. Und wie gesagt, der fünfte Mann, den wir noch haben, später wird dann noch ein Sechser dazukommen. Die müssen sich gleich noch entscheiden. Aber für die erste Runde sind wir wahrscheinlich erst nur fünf. Jetzt entmute ich mich mal wieder, damit ich die auch höre. Halleluja. Halleluja? Wieso Halleluja? Ja. Das stimmt, wir haben gar keinen. Doch, Kirche. Kirche ist doch auch da. Halleluja. Oh, Ach, Chat, die und ihr Brille ist seht es kaputt. noch gar nicht, weil. Ups. Falsche Ich habe die Szene. Szene. Ja, das meinte ich mit, ich brauche noch einen Moment, bis ich. Fühle ich, Versteht kenne ihr? ich. Weil das Ja, Dinge. So, bei mir ist es auch tada, immer Chat. so. Ihr seht Bei Codenames. mir ist es immer mit League so. Bei League ist so, wenn du das Spiel startest, startet auch noch ein eigenständiger Dragon. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Eine eigenständige Das ist Szene. jetzt nicht, also eine wahre Prinzessin trägt keine Brille. Wie lange Hallo, musst du die dann was? wegmachen? 5 Minuten. Ja. Also ich würde ja sagen, das lohnt Okay. sich viel mehr, wenn er Geheimdienstchef ist, Dragon. Aber gut zu wissen, dass es diesen Befehl gibt. Ich habe genug Punkte Fünf bei ihm. Minuten. Und wo muss ich mich einreihen? Ist mit dem Cooldown versehen. Also das Gute Hey, du ist, damit gehst man nicht einfach ins blaue anfangen. Team zu McEckel. Und eine Damit Unten der oder mir als vorlesen kann, was wir Ermittler. hier Als lesen. Ermittler oben. Ermittler. Spyro, einen wunderschönen guten Abend. Als Ermittler. So, da jetzt unsere Teams vollständig Ist sind, wird dieses jetzt der Sola gleich Spielprotokoll wichtig? anfangen. Wir müssen auch Ich mal glaube, das langsam fühlt sich gleich überlegen. so. Das ist im Nachgang, also am Ende der Partie, nochmal wichtig, weil man dann nachgucken kann, was hat wer geraten und wie Was fehlen vielleicht noch wir Strafpunkte. für. Oh. Aber das sieht man im Laufe des Spiels. Das wird noch ganz nett. Okay. Was wir für Sachen haben. Es ist schwierig, die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow, das sind aber auch Begriffe hier. Ich habe eine Idee, was ich machen kann, zumindest fürs Erste. Ich muss dazu sagen, ein bisschen aus gegebenem Anlass, Der Spyro wird sich eventuell auch noch anschließen. Dann wären wir was im immerhin Osten schon 3-3. von Das ist doch ganz witzig. Europa momentan passiert. Würde ich jetzt sagen Na, Atom Sola, jetzt komm aber. und nehme Ja, Hornbombe danke und auch. Moskau. Ja, Bombe ist der schwarze Begriff, easy. Also nehme ich alles außer das. Das ist schon mal schön. Sehr schön. Wobei, Zabo, kann hallo, man einen den wunderschönen Mond guten da Abend. auch? Naja, das ist, glaube ich, zu sehr gestretched. Das ist zu sehr gestretched. Mit der russischen Fahne, naja, wo eigentlich eher die frühere, Guck mal, die campen konnten. Flagge der Deswegen kommen sie irgendwie UdSSR, unten links war oder ja unten Hammer und rechts Sichel rausfliegen. drauf, Mondsichel. Also ich habe meine Aber es ist zu unten. sehr gestretched. Warte, jetzt muss ich überlegen. Rechts? Ja. Treppenhauslicht. Okay. Okay. Nee, ich glaube, So, ich bleibe also bei meinem mein Dreierwort. Vorschlag ist, oder mein Oberbegriff ist Treppenhauslicht. Es gibt, ich habe damit zwei Begriffe verbunden. Sollte noch ein dritter Begriff dabei sein, der dazu passen könnte, müsste man abwägen, was ist wahrscheinlicher. Sola redet jetzt gerade noch Okay. so ein Also ich habe bisschen, jetzt einfach mal weil alles angehakt, wir was ich halt denke, was es sein könnte. So, mit Flur. Es Snacks noch gibt, jemanden ne, Neues dabei Treppenflur, haben. Leuchte für Licht, Deswegen Blinker ist entmutet er auch sich ein gerade noch so ein Licht, bisschen und eine erklärt Kirche ist auch nochmal ein Haus. ein bisschen was, warum er jetzt quasi Orange das könnte Wort das genommen Licht hat. leuchten und ein Ja. Turm hat auch Treppen. Jetzt ist die Frage, Chat, was wir nehmen. Und da du noch alleine bist, musst du das mit dir ausmachen. Ach, das ist nicht so einfach. Also ich habe gerade Wir gehen verstanden, dass sie jetzt. sich mit dem Chat berät.
Ja, das vielleicht auch so ein bisschen. Aber der Chat erzählt mir eher andere Dinge. Wir gehen jetzt auf Basijagd, Chat bleiben aber am Glück und hören zu. Nein, das macht der Chat nicht. Je nachdem, wie lange ihr macht, komme ich später wahrscheinlich noch dazu, aber denke nicht vor 22:30. Okay. Ich bin aber auch fies, löse nicht mit Brille ein und er bekommt einen Rätsel und kann kaum was lesen, was die schreiben. Uff, Dragon, uff. Aber das, ich wusste nicht, dass er diesen Befehl hat. Das wird sehr lustig. Ich meine. Habe ich das eben schon gesagt. Ona und MacEckel sind die beiden, die streamen nicht, in der Runde. Das brauchen oder so. Und MacEckel hat jetzt eben anscheinend ein Floh und Leuchte finde ich gut, sagt mein Lyrik. Genau. Hat eben eine Punkteeinlösung im Twitch-Chat bekommen, wo er die Brille absetzen muss. Und er kann dann anscheinend so gut wie gar nichts mehr lesen. Ich sag mal so, ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt von Vorteil. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, das beim Geheimdienstchef einzulösen, aber egal. Aber er muss jetzt irgendwie da 5 Minuten, glaube ich, war es, halt ohne Brille sitzen und versuchen da zu gucken, was er da liest. Ja. Genommen. Treppen ist halt eher was ich mit Turm. Weißt du, ein Turm hat viele Treppen. Ja, nimm mal ruhig den Turm. Ja, quasi der Hausflur. Oder er hat das Treppen genommen wegen dem Turm. Stimmt. Also warum sollte er Treppen nehmen? Das ist halt was ich gerade überlege. Flur ist bei mir halt eher ein Wohnungsflur. Also wenn du in eine Wohnung reinkommst, das ist bei mir eher ein Flur. Naja, mir ging es da auch eher um das Zusammenspiel der Musik mit den Tricks, die er da gezeigt hat. Das fand ich... okay. Das könnte daran liegen, dass das bei mir nicht ganz so geklickt hat, sondern weil ich die Musik nicht anhatte. Okay, ja, dann muss ich mir das nochmal anhören mit Musik. Dann macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Okay, finde ich näher liegender als Kirche, muss ich sagen. Aber der Turm ist auch close. Okay, dann nehmen wir Kirche... Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe aufs Falsche gegangen. Nehmen wir Kirche wieder raus. Ja, dann würde ich... Ich glaube, am wahrscheinlichsten von allen ist für mich erstmal... Mich irritiert halt auch voll, dass er nur 2 hat. Ich nehme erstmal Leuchte. Oh, okay, gut. So, dann haben wir das Licht... Können wir das Licht stellen? Jetzt haben wir Treppenhaus. Ja, dann, wenn wir Orange noch wegnehmen und Blinker noch wegnehmen, haben wir Tor oder Flur. Ja, dann würde ich wahrscheinlich Flur nehmen, ne? Gucken wir mal. Gut, jetzt so, auch Turm. Fertig. Verdammt. Ja, dann sind wir dran. Wir sind durch. Ja, ich hoffe, so lange würde ich jetzt streamen, nicht. Könnte man einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck auf meinem Gesicht sehen. Aber. Von oh mein Gott, Ola, was hast du da angeklickt zu? Ja, okay, sie hat es noch gerettet. Genau. Snacks, wenn du oben links hinklickst, dann wählst du quasi erstmal nur so, was dein Tipp wäre. Und wenn du rechts auf diesen Zeiger, diesen, wie heißt das? Finger. Den Finger, genau, danke. Klickst, dann wählst du es aus. Das bitte nicht sofort tun, ne? Darf ich dieses Wort unten nicht sagen oder darf ich sagen? Nee, das darfst du auf gar keinen Fall sagen, das ist ein verbotenes. Nein, du darfst es sagen. Hey, was denn? Also, das können alle lesen. Es können alle lesen. Das Wort können alle lesen. Genau. Also, ich muss jetzt etwas anklicken, was zu diesem Wort passt. Genau, also oben links erstmal anklicken, dort wie. Also, du siehst ja oben bei mir MacEckel. Da, wenn du oben links an die Ecke klickst, dann. Der Name dort. Okay. Hey, du hast doch oben links gesagt. Das war oben rechts. Oben links auf der Karte klicken, nicht auf den Button. Oben links klicken. Du hast oben rechts geklickt. Habe ich schon mal erklärt, dass es total toll ist, Gott dass sei ich Dank. Zusammen Codenames spielen und das Snacks dachte, nicht in meinem Team ist. Gott sei Dank war das Wort ich dachte, richtig. Oben, also ich dachte von ja, aufhören zu denken, einfach. Das andere links. Die verstehe, Karte. Ja, kenne ich. Nein, er dachte, mit linker Maustaste draufklicken, ja. Oh. Nein, also auf den, da wo jetzt MacEckel steht auf den ganzen Karten, da darfst du hinklicken. Du darfst auch auf MacEckel klicken, dann kommt dein Name hinzu. Klick mal, genau. Ah, und damit so kann man genau. Quasi anzeigen, dass dieser Begriff
nur einen, das ist eine gute Runde. Dazu passt. Und nachher kann man darüber diskutieren, wie kommst du auf den Begriff? Wie kommt ihr auf Fest? Also ich klicke auch auf Mac-Ecke, aber da kommt mein Name nicht dazu. Das ist total frech. Ja, ich fahre, das echt mal fahre zu so seinem Diadem nach, klicke auf seine Brille. Das passiert nichts. Ja. Wer den Mac-Ecke übrigens unterstützen möchte, der Mac-Ecke hat heute seinen allerersten Sabaton gestartet, ne? Stimmt. Ich glaube, ja. Heute. Kann gerne mal bei Mac-Ecke mit vorbeischauen und ein bisschen Liebe da lassen. Und natürlich angucken, wie wunderschön er im Prinzessinnen-Outfit aussieht. Oh ja. Möge die Macht des Mondes mit dir sein, Mac-Ecke. Wenn ihr ganz lieb fragt, zeige ich euch sogar meinen Zauberstab. Ich habe schon vor uns gesagt, den will keiner sehen. Pack den wieder weg. Pack den wieder weg. Du weißt, dass das bei mir noch auf YouTube kommt, oder? Ich hoffe, das beherzigst du. Das ist in Ordnung. Vor allem noch viel witziger wird's. Da gibt es kein Bild dann dazu. Genau deswegen sage ich das ja. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Dein Zauberstab ist aber ganz schön spitz und hart, oder? Also der. Und er ist vor allem lang. Ja? Zeig mal, wie lang ist der? Richtig lang hier. Also fahren mal richtig aus. Ja, hier, guck mal da. Oh. Wow, der wird ja immer größer. Hallo? Kannst muss ich mich sehen, voll muten? Und der hat so richtig vorne so ein bisschen... Okay. Jetzt habe ich mich einfach mal voll gemutet. Ist mir jetzt egal, was die gerade sagen. Das ist zwar scheiße für uns, aber egal. Eieiei. Ich hoffe, die haben sich gleich beruhigt, weil ich möchte eigentlich schon hören, was die sagen. Ich guck mal. Sekt ist auf YouTube erlaubt, oder? Was ist auf YouTube erlaubt? Sekt. Kommt drauf an, also im Sinne das Wort oder die Tat? Die Tat. Wie viel sieht man davon? Das Glas und das Trinken. Ach, Sekt. Okay, ich habe was anderes vergessen. Ignorieren wir das? Ja, Sekt dürfte erlaubt sein. Okay, weil ich habe die Richtlinie nicht im Kopf. Ich bin... Okay. Muss ich jetzt noch was anklicken? Alles richtig gemacht. Vor allem mit wem? Ihr solltet jetzt erstmal diskutieren, ob das die Begriffe sind. Also, Sekt hat ja schon mal einmal Pol ausgewählt. Das sieht man ja auch jetzt im Spieleprotokoll. Vielleicht war das schon einer der Begriffe, die mit Atom gemeint waren. Dann wären noch zwei Begriffe übrig, die zu Atom passen sollten. Warum habt ihr eigentlich fest ausgewählt? Weil ein Aggregatzustand fest sein kann und das wiederum bezieht sich auf Atome. Aber hey, was ist ein Aggregat? Flüssig, gasförmig und fest. Fest. Also im Sinne von Wasser wäre es zum Beispiel flüssiges Wasser, Eis und Wasserdampf. Ich glaube, das wird die schwierigste Codename-Zone, die ich je gehabt habe. Die werden halt, ich sag mal, dadurch entstehen dadurch, dass halt Atome verdichtet werden oder halt wieder auch, also durch Erwärmung meistens dann halt sich verflüchtigen. Wäre nicht sowas wie Knopf oder Wind auch was zu Atomen passt? Also wenn ich jetzt an Atombombe zum Beispiel denke? Also nur so ein Knopf, ja, also Wind, Knopf habe ich auch schon nein. Gehabt, tatsächlich. Weißt du, wegen Push the Button und roten Knopf drücken und so? Also, Knopf hatte ich tatsächlich auch schon überlegt gehabt. Und Wind habe ich jetzt einfach nur gedacht, wegen dieser atomaren halt, Wolke, weißt du? Ja, aber, ja, das finde ich schon ein bisschen sehr weit hergeholt tatsächlich. Blinker hätte ich tatsächlich vielleicht sogar auch noch überlegt, weil meistens Blinker? An der Atombombe dann blinkt irgendwas. Okay. Also, ne, wenn du irgendwo den Knopf drücken willst oder so, aber ich glaube, dann wäre es mehr Wörter gewesen. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es Bombe ist und ich bin mir auch bei Fest ziemlich sicher. Nein. Gibt es auch so geschichtliche Zusammenhänge, die man beachten muss? Ja, wir beide müssen uns einig sein und wenn du sagst, jo, Bombe sehe ich auch, dann kann einer von uns draufklicken. Ja, yeah, aber ich meine jetzt zum Beispiel geschichtlich, also wenn jetzt in Moskau mal eine Bombe hochgegangen ist, muss man das mit beachten, oder nicht? Naja, du kannst es mit beachten, also wenn du weißt, also ja klar, in Moskau kann auch eine Bombe hochgegangen sein, du kannst auch den
Bogen noch weiter spinnen und überlegen, okay, Russland hat ein Atomkraftwerk in der Ukraine angegriffen vor einigen Monaten. Das bedeutet, Moskau hat etwas mit Atom zu tun. Ja, weil das ist Moskau liegt in Anfang. Russland und also du kannst alles spinnen. Du kannst auch theoretisch sagen, eine Kirche wurde 1930 von einer Atombombe getroffen im Dritten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg, lol, dritten. Lassen wir das. Also vom Gedankengang kannst du alles spinnen. Es ist halt das, was am nächsten liegt. Ne? Und für mich persönlich ist jetzt erstmal Atombombe, Atom als die Pole, also plus minus und fest, ist für mich jetzt erstmal am schlüssigsten von all den Wörtern, die hier liegen. Und wenn du sagst jetzt bei dem Wort fest, nö, sehe ich nicht, dann können wir darüber diskutieren, warum nicht und warum dann ein anderes Wort. Und warum dann dieses Wort dann. Fallout, ja. Stimmt. Und wenn wir zufrieden sind, müssen wir Braten beenden. Geht richtig? Bitte nochmal? Wenn wir zufrieden sind mit den Wörtern, die wir ausgewählt haben, dann müssen wir auf Raten beenden. Gehen richtig? Nein. Nein, nee, dann beendest du das Raten. Dann gehst du auf die Karte. Die Karte, die du vorhin angeklickt hast, die ist dann ausgewählt und die wird dann quasi abgedeckt. Und dann sehen wir, haben wir recht damit gehabt? Bei Pol hatten wir recht gehabt, glücklicherweise. Das ist eine blaue Karte. Wenn das eine Karte des Gegnerteams ist und wir falsch gelegen haben, dann ist es eine rote Karte. Wenn das eine normale, allgemeine Karte ist, dann ist das so eine beige Farbe, beige Karte, die darüber gelegt wird. Und wenn wir eine schwarze Karte treffen, dann haben wir direkt verloren. Dann liegt eine schwarze Karte drüber. Und es geht halt darum, auf diesen Knopf zu drücken, diesen Zeiger, den du vorhin angewählt hast. Der ist ja bei jeder Karte ist ein so ein Knopf. Und die Karte, die wir auswählen, auf den Knopf drücken wir mit dem Mauszeiger. Auswahl. Ich bin schon überlegen, was ich als nächstes noch nehme. Aber, Karte man jetzt da wirklich einloggen will. Bei Bombe seid ihr euch ja einig. Da könnte einer von euch beiden jetzt auf die rechts oben auf den Zeiger klicken. Damit würde die Karte dann eingeloggt und umgedreht. Rechts und oben auf den Zeiger bei der Karte, wo Bombe steht, nicht woanders. Nicht oben rechts auf dem Bildschirm, nicht unten. Rechts auf dem Bildschirm, auf der Karte oben rechts. Also soll ich da jetzt draufklicken? Versuch's mal. Richtig. Wunderbar. Guck mal. Und wir hatten recht. Ist doch schön. Ja, aber wieso kommt da jetzt so ein alter Mann, wenn ich das anklicke? Weil du ein alter Mann bist. Nein, das ist einfach ein beliebiges Bild, was da gewählt wird. Du kannst übrigens auf diesen alten Mann jetzt nochmal mit der Maus, ganz normal linke Maustaste draufdrücken. Dann wird die Karte so ein bisschen gelupft und du siehst, welcher Begriff da drunter lag. Okay. Bombe. Gut. Bombe, genau, Bombe. Hä, aber wieso Pool jetzt? Wie bitte? Oben, wo ich auszusehen das Dings angeklickt hatte, ist Pool drunter. Wieso haben wir Pool genau. gewählt? Pool. Pool. Achso, Pol. Pol. Vermutlich war damit gemeint, dass eben. Okay. Genau, und fest haben wir jetzt falsch gemacht. Das ist ein Wort des Gegnerteams gewesen. Dadurch haben die jetzt einen Punkt. Das ist jetzt ärgerlich für uns, aber halt nicht so schlimm. Das heißt für uns aber, es gibt noch ein weiteres Wort, was jetzt noch aufgedeckt ist, das zu uns gehört, was irgendwie mit dem Wort Atom auch zusammenhängen könnte. Das sollten wir jetzt für das nächste Raten auch mit im Hinterkopf behalten. Also zum Beispiel hätte es auch Funken sein können oder Knopf. Dass wir die Sachen halt noch im Hinterkopf behalten. Aber, okay, gibt's so eine Mindestanzahl an Karten, die ich wählen muss oder kann? Die Zahl, die hinter dem Wort steht. Okay. Also jetzt ist unsere Runde vorbei. Erstens wäre unsere Runde sowieso vorbei, weil wir drei Sachen ausgewählt haben. Aber unsere Runde ist auch vorbei, weil wir jetzt eine rote Karte gewählt haben und damit das gegnerische Team jetzt dran ist. Also meine Überlegung ist... Tatsächlich kann man einen Begriff mehr raten, als angegeben. Ihr hättet also Sklavenarbeiter für Ägypten, Horn, Mond, einen mehr kann Turm. Man aber das Problem ist, die Fesseln kommen halt da immer ins Gehege mit. Von vorher und die Fesseln werden hundertprozentig vorher genommen. Okay. Aber dann war ich doch mit meiner Vermutung, dass der Kali fest nicht mit drin hat. Also für mich war fest jetzt nicht so
Ich bin gespannt, was es dann noch ist, weißt du, McEckel? Ob es halt wirklich vielleicht Knopf ist oder so bei dir? Jetzt habe ich Obstschädling. Machen wir Obst. Orange ist ein Obst. Wanze könnte ein Schädling sein. Ach, das Spiel entscheidet, ob man richtig ist. Wie, das Spiel entscheidet das? Also, ihr habt jetzt zum Beispiel Orange. So, und wenn das ja vorbei ist, dann tut doch das Spiel entscheiden, ob es richtig dazu passt, oder? Na, das Ding ist, das ist ja von vornherein so. Das ändert sich ja nicht. Also nicht in dem einen Moment ist Orange richtig und im nächsten falsch. Sondern in der Runde ist Orange entweder zum Beispiel Team Rot, Team Blau, Neutral oder Schwarz. Es gibt nur diese vier Optionen. Das ist nichts. Hä? Aber das wechselt ja nicht, weißt du, alle 5 Sekunden. Diese farbige Ansicht, die du gesehen hast, dass du Geheimdienstchef warst, bleibt so lange bestehen, wie wir hier bis 0 runterspielen. Da ändern sich die Farben auch nicht. So, aber du hast Obstschädling 3. Irgendwas übersehe ich. Vielleicht Wind? Daumen, Geist. Geist auch ein Schädling? Oh, das ist Klick, bitte. Oder? Bitte klick. Mond, Mandel. Just do it. Mandel. Aber Mandeln sind doch kein Obst, oder? Horn, Vorsatz, Kirche, Koch. Im entferntesten Sinne noch Koch mit rein. Knopf. Also, ich weiß nicht, Solano, also, ne? Ob wir das erklären. Das hätte ich gerne erklärt. Naja, wegen Schädling und Moskau und. Also, okay, vergiss es, dann hast du nicht was gedacht, das wäre jetzt so mein. Wie kann ich das machen? Nein, nicht gut, Solano? Okay. Ich fand das. Also. Die Logik hinter Moskau hätte ich dann gerne hinterfragt. Wieso? Schädling? Wegen dem, der da sitzt? Im Kreml. Ja, verstehe. Jetzt habe ich die Brücke. Ach, jetzt hast du es. Ja, okay. Oh mein Gott, okay. Deshalb, oh, Moskau, ja, Schädling. Ja, ja, ja. Nicht gut? Ich fand. Sehr gut. Ja. Boah, es ist schwierig. Ja, also ich glaube, ich nehme als erstes die Orange wegen dem Obst. Ich könnte auch so. Alexandria und das Einzige, nehmen, was wirklich weil ich so glaube, da steht ein Turm. Schwanze nehmen? Jetzt ist die Frage, er hat und eine 3 halt gemacht. Ich habe aber keine Ahnung, was ich hier noch nehmen soll. Die 3 wären für mich eventuell dazugehörig. Wie gesagt, Moskau so als Dingstürke. So, aber ich mache gerade, weil ich mir wirklich nicht sicher bin. Und dann weiß ich, es ist noch eins übrig. Ich habe viel weniger Zeit zum Überlegen gehabt, als ich gehofft hatte. Das Problem ist diese Fesseln. Wenn ich Sklavenarbeiter schreibe, kommt halt 100% Fessel mit als erstes. Hey, und wofür ist jetzt dieser Geheimdienst? Wofür ist dieser Geheimdienst jetzt? Wofür dieser Geheimdienstchef ist? Ja. Das ist Kali. Und was ist seine Aufgabe? Er muss sich jetzt einen Begriff ausdenken, so wie Atom beim letzten Mal, und die Zahl festlegen, damit wir weitermachen können. Ah, okay. Ich wäre immer noch für Jugendsklave, um den Mond mit reinzubringen. Was er zu leisten hat, kann das vielleicht noch einen Moment dauern. Weil er sieht ja die gleiche Ansicht wie ich. Er sieht auch alle Farben. Und ich mache mir parallel dazu schon Gedanken, was ich als nächstes ohne einen Begriffen gebe. Das ist so schwierig, ey. Ich muss das versuchen. Ich hoffe, sie ignorieren die Fessel. Ich hoffe es einfach. Ich bin überlegen, wenn ich Sklavenarbeiter mache, vielleicht ist dann. Hä, das ist trotzdem. Ihr könntet diskutieren, was ist trotzdem. Ihr
für einen trotzdem die Fesseln dabei. Eventuell nehmen wollte. Ich versuch's. Ich hoffe, dass das hier YouTube-Freunde ist, Leute. Admin, darf er das? Okay. Ich muss halt versuchen, die Begriffe zu umschreiben. Hallo? Ja, ja, nee, Alter, das ist richtig. Ich habe jetzt nicht dahin geschrieben, ich hätte gerne einen. Ja, schon klar. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, ich habe nur ein bisschen Angst, jetzt Wörter zu nehmen. Ah. Ja, war klar, dass die Fessel mit reinkommt. Okay. Also hier. Wow. Müssen wir jetzt dann so darüber diskutieren, was wir nehmen und was nicht dazu passt, oder? Genau, also meistens macht es Sinn, erstmal sich zu überlegen für sich selber, okay, was könnte das sein, was hier umschrieben wird, also welche Wörter würden dazu passen und dann erstmal sich halt hier an die Ecke zu setzen. Und dann können wir weiter darüber diskutieren, warum wir welche Wörter haben, also wo wir Übereinstimmungen haben. Da ist es schon ein bisschen einfacher. Da kann man halt sagen, okay, dann ja, wieso das? Denkst du auch? Ja, ja, passt. Und nein! Genau. Oh. Okay. Jeder erstmal unbeachtet die Wörter durchgeht und was markiert, hat sich bewährt, weil man eben dann vielleicht auf einen ganz anderen Gedankengang kommt. Wieso Geist? Blinker zum Beispiel kann an einem Auto eine Leuchte sein, das kann aber auch ein Angelzubehör sein, nämlich ein Köder. Boah. Ja. Okay. Oder Fessel. Fessel ist zum einen die das Seil oder die Handschelle, aber zum anderen ist das eben bei einem Tier das Sprunggelenk. Okay, ja gut, warum Horn? Es gibt in der, also bei Juden so ein Schafarhorn, oder ich glaube Schafarhorn heißt das, wird, ich meine, in der Bibel relativ viel verwendet und das ist halt, das wird halt geblasen von Juden heute häufig. Also ja, geblasen. Aber das Wort ist auch schon sehr krass gewählt, oder Kali? Oh. Also, alter Schwede. Ja, ja, deswegen, wie gesagt, Feuer habe ich ja auch schon erwähnt. Ja, es tut mir leid, aber es ist halt den Worten gegeben, die gesucht sind. Ja, es. Okay, ja, keine Ahnung, ich kann ja jetzt nichts mehr wählen. Du hast ja schon alles ausgewählt, was passt. Nein, du sollst doch, das ist ja der Sinn dahinter, Snacks, dass du einfach das nimmst, wo du denkst, was sinnvoll ist. Und dann unterhaltet ihr euch ja drüber, was du nehmen würdest. Genau. Also, ich habe jetzt ja fünf, das Ding ist, ich habe jetzt ja fünf Begriffe, aber wir können ja nur vier nehmen. Genau. So, und jetzt setzt du deine Sachen, deinen Namen quasi dahinter, wo du auch denkst, ja, das passt. Und wenn du an irgendeiner Stelle denkst, ja, das passt eher nicht. Das Beste wäre einfach, wenn die Ägypten ein Horn nehmen und danach fesseln zum Beispiel. Aha. Alles bloß nicht das Schwarze. Okay, jetzt verstehe ich's. Okay, okay. Ja, gut. Das Ding ist, ich kenne mich nicht mit diesem Wort aus. Also ich bin kein Mensch, so der Bibel oder sowas kennt. Keine Ahnung. Also ja, aber trotzdem wirst du ja mit dem Begriffen Juden und Sklave oder Judensklave irgendwas verbinden. Und das, was du damit verbindest, das wählst du jetzt einmal oben links an der Kartenecke aus. Okay. Aber links, nicht rechts, ganz wichtig. Immer auf Mac-Ecke klicken, ne? Wenn du dahin klicken willst. Oder da, wo Mac-Ecke geklickt hat, bei den Karten. Genau, auf den Schriftzug Mac-Ecke. Okay. ja, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie einen Turm gehabt haben. Ich weiß nicht, ich kann vieles damit in Verbindung bringen. Also ein Mensch hat Glück, ja, dann würde ich auch Glück wählen. Ich weiß es nicht, das ist... Keine Ahnung. Ja, darum geht's ja. Jeder, weißt du, also als Geheimdienstchef muss man sich entweder nach seinen Ermittlern richten oder die Ermittler müssen versuchen, so zu denken wie der Geheimdienstchef. Das ist quasi der Balanceakt in dem Spiel. Und du hast doch deine ganz eigene Herangehensweise, wenn du Wörter hörst, ne? Wenn ich bei dir den Begriff Obstschale gebe, dann assoziierst du vielleicht andere Sachen als ich. Verstehst du, wie ich das meine? Wie zum Beispiel vor uns bei dem Obstschädling. Wo ich auf Moskau komme und so lade und so, hä, wieso Moskau? Und ich so, naja, weil, ne? Ja. Naja, weil, ne?
Okay, also besonders aber, gut funktioniert es, wenn Ona Geheimdienstchefin ist und streamt und sich versucht, in mich hineinzuversetzen und ich dann versuche, mich in Ona hineinzuversetzen. Das gibt die besten Ergebnisse. Es geht schief. Ich sage nur Bleizucker. Bleizucker war legendär. Geradezu episch. Was? Bleizucker? Ja. Dann muss man am Ende beide, also kann es auch am Ende so sein, dass nur ich Turm habe und er nur Ägypten? Geht das durch oder müssen wir beide eine Karte auswählen? Immer noch nicht verstanden, also, dass man dann einer von uns eine Karte auf die Hand klicken muss. Ausgewählt. Und wenn die falsch ist und du das nicht vorher mit mir diskutiert hast, dann bin ich sehr mad auf dich. Genau. Und es gibt halt immer, also es gibt insgesamt 4 Optionen-Snacks, was drunter ist. Das hat Solanum dir ja schon erklärt. Entweder es gehört zu Team Blau, dann habt ihr einen Punkt weniger, den ihr erraten müsst. Es gehört zu Team Rot, dann bin ich sofort dran und ich habe einen Punkt weniger, den ich erraten muss. Es ist neutral, dann hat keiner von uns beiden einen Punkt, aber ich bin dran, weil es nicht zu Team Blau gehört. Oder es ist schwarz, dann habe ich instant gewonnen und ihr verloren. Okay, ja. Mehr Optionen gibt's nicht. Ja, ich würde Kirche einfach mal auslassen, weil ich weiß nicht, ob Juden eine Kirche hatten. Keine Ahnung. Also ich würde Kirche schon aus, also ich persönlich gehöre jetzt zwar nicht zu eurem Team, aber ich diskutiere einfach immer mit Mick Eckel, ich hoffe, das ist okay. Ich würde schon Dankeschön. Allein deshalb Kirche mitnehmen, weil das Judentum halt eine der drei Weltreligionen ist. Du hast halt die Christen, den Islam und das Judentum. Und schon also aus die dem Synagoge ist Kirche quasi reinnehmen. Eine Synagoge ist quasi die jüdische Kirche. Kirche, der, genau, Sinne. Die jüdische Kirche. Wenn sich Synagoge. Ach so, ich dachte, das hat irgendwas mit der Mauer zu tun in Deutschland, die immer war. Ach weil so. Die Kirche? Nein, die Juden. Warte mal ganz kurz. Gut. Also, du weißt schon, wer Juden sind. Ja, wurde mir gerade erklärt, das ist so ein Glaube. Oder? Auch. Ein Volk. Also auch. Es gibt einmal die jüdische Religion und es gibt einmal das jüdische Volk und also meistens sind Juden das jüdische Volk auch der jüdischen Religion angehörig, aber sie kommen ursprünglich aus dem Gebiet, was heute Israel ist. Und das ist auch dieser Nahostkonflikt, der so stark ist um Israel herum, der so ewig ist, unter anderem halt mit den Juden. Ja, unter anderem auch mit Palästina. Deshalb gibt es momentan auch, falls du mal Nachrichten geguckt hast, auch die Beschüsse aktuell im Gazastreifen. Vielleicht irgendwie. So also die jetzt momentan so in Gaza sind, haben früher mal durchaus größere Gebiete bevölkert, wo jetzt halt andere Leute leben. Okay. Aber wie gesagt, also das Judentum ist auch eine Religion. Und die hat natürlich, wie wurde mein, hat das mein Chat so schön gesagt, gibt es natürlich fürs Judentum auch Gotteshäuser. Und also man bezeichnet Gotteshäuser im allgemeinen Sprachgebrauch ja auch als Kirchen. Und die Kirche im Judentum heißt halt Synagoge. Genau wie im Islam heißt, die islamische Kirche heißt ja Moschee. Aber es ist für uns, es ist trotzdem, ne, als Europäer gerade sagt man halt, es ist eine Kirche. Es ist halt die jüdische Kirche, aber ne, sie heißt halt Synagoge. Ja, wird schon richtig sein. Ich komm nicht mehr mit, keine Ahnung. Okay, ja, also okay. Geist sehe ich nicht ein. Ich denke nicht, dass es irgendwie so Geister bei denen gibt. Und ich glaube nicht, dass sie an die glauben, schätze ich. Fessel kann ich verstehen. Turm gehe ich mal mit, weil ich denke, es gibt irgendwie so einen Glaubensturm oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Ägypten weiß ich nicht, kenne mich nicht mit aus, würde ich einfach jetzt mal auslassen. Und ja, Horn, ja, wenn du es schon gut so gut beschrieben hast, gehe ich mit. Und ich denke, das ist Prinzessin, boah. Genau, gibst du dort irgendwie so eine Prinzessin oder sowas, die irgendwie so mögen oder sowas oder auf die aufpassen oder so? Das ist okay, das ist zu viel. Ja, keine Ahnung, ich würde so das lassen, ich kenne mich da nicht so besonders mit aus, deswegen würde ich das so lassen. Irgendwie wird das gerade hier unangenehm. Also, ja.
Ja, ich will nichts Falsches sagen, deswegen. Nein, nee, ist alles okay. Gut. Sag einfach frei raus, was du denkst und diskutiert einfach drüber. Genau. MacEckel, warum hast du denn Ägypten ausgewählt? In Ägypten wurden tatsächlich damals relativ viele Juden als Sklaven gehalten. Und da kommen wir auch tatsächlich wieder zu einer biblischen Geschichte, da, wo halt Mose die Israeliten damals, heute Juden, aus Ägypten rausgeführt hat. Und deswegen finde ich das relativ naheliegend. Danke! Halt generell viel Kontakt haben. Okay. Politisch auch viel Kontakt miteinander hatten. Was ist das? Ja. Also ich wäre fertig. Keine Ahnung, fertig, ja. Ich möchte gerne aus diesem Wort rausgehen, weil es wird unangenehm. Okay, gut. Also, ich mach's einfach, ich bin jetzt einfach mal kurz egoistisch. Ich bleib jetzt einfach mal dabei. Ich bin mir sehr sicher, dass Fessel auf jeden Fall richtig ist, weil Sklaven nicht Fessel zuerst, gefesselt bitte. Sind. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber upsie, ich hätte es genauso gemacht. Wirklich genauso, McEckel. Ich wollte gerade von links nach rechts einfach durchgehen. Definitiv Fessel genommen. Wirklich, ich wollte einfach von links nach rechts gerade durchgehen. Ja, nee, Krise. Aber es wäre für mich halt auch eins der wahrscheinlichsten. Ja. Also mit Ägypten war noch so, ja, Juden waren damals so. Ich weiß halt nicht, wie sehr Kali auch so im biblischen Kontext drin ist. Deswegen teilweise weiß man so eine Sachen halt auch eher durch Religions- oder also ich sag mal so, ich würde gerne Snacks die Hausaufgabe aufgeben, den Film Die Zehn Gebote zu gucken. Ich glaube, damit ist deine Frage beantwortet, oder? Mhm. Danke. Okay. Das ist aber ziemlich umfangreich. Der ist doch 4 Stunden oder so, ne? Das ist mir egal, der ist gut. Ich wollte gerade sagen. 4 Stunden? Okay, ja. Die Aufmerksamkeitsspanne von Snacks ist im Normalfall... Warte, Among Us, zwischen 5 bis 10 Minuten, wenn wir Glück haben. Das werden die Hausaufgabe war sich den. Ich wollte gerade sagen, die Aufgabe war es, sich den anzugucken. Es wurde nicht gesagt, in welchen Abschnitten. Also teilt es dir ruhig ein, aber. Okay, ich werde mir das. Ich werde mir den Film anschauen, wenn ich es mir erwartet. Sehr gut. Alter. Wenn du halt nicht bibelfest bist, dann kennst du natürlich den Ausdruck aus Ägypten nicht. Das ist einfach. Nee. Das es ist nicht jeder Bibelfest. Ist halt einfach so. Das ist jetzt. Das ist keine Schande. Okay. Da freue ich mich. Ah, was nehme ich denn jetzt, um Gottes Willen? Ach, das andere Team ist jetzt dran. Ich verstehe das jetzt erst. Nee, ich muss jetzt einen neuen Begriff suchen. Genau. Wieso einen neuen? Weil die Fessel weg ist, oder was? Also ich habe noch im Hinterkopf Solanum, ne, dass ich bei Obstschädlingen noch eins offen habe. Das heißt, theoretisch, wenn du Glück hast, musst du nur noch 3 andere Begriffe miteinander verbinden. Das wäre... Also ich bin fast froh, wenn ich 2 miteinander verbinden kann. Hä, aber was ist mit den Wörtern jetzt passiert, die wir ausgewählt hatten, so wie Ägypten und Turm und so? Die wurden jetzt nicht gewählt, also die habt ihr nicht eingeloggt, also wisst ihr nicht, was mit denen ist, also ob die jetzt blau gewählt sind oder rot oder was auch immer. Sie wissen, dass sie für Atom noch eins haben, das ist Horn oder Moskau. Leider weg. Das heißt, für Judensklave haben sie noch alles. Vielleicht nochmal drüber überlegen, ob er dann irgendwas davon nimmt. Da haben sie ja gesagt, Horn, Turm, Ägypten. Okay. Ich würde jetzt noch den Mann nehmen für Mann im Mond, beziehungsweise die Daumen. Nein. Nur da, das Problem ist, wie komme ich an Moskau? Das wird auch wirklich eingeloggt. Das habt ihr. Wie komme ich an Moskau? War halt kein roter, Entschuldigung, kein blauer Begriff. Dementsprechend ist es halt so rot gewechselt. Okay. Aber ihr habt tatsächlich bei dem Begriff noch 4 offen. Das Problem ist, wenn ich Zahn nehme für Moskau, die Begriffe, die ihr finden solltet. Grätsch, glaube ich, auch wieder die Kirche mit rein, oder? Okay. Kann ich ja mal überlegen. Ich bin blöd.
so tut man eigentlich die meiste Zeit von dem Spiel. Ich muss aber Sola fragen, ob ich das machen darf. Diskutieren vor allem. Über die warum hat wer was ausgewählt, wie kommst du da drauf? Den Hintergrund dann erklären, wie zum Beispiel, okay, der Grecke das getan hat, dass eben die Juden in Ägypten zur damaligen Zeit zum großen Teil versklavt waren und dann eben Moses das Rote Meer geteilt hat, um die Israeliten nach Israel zu führen. Okay. Ich hoffe, du kannst damit anfangen. Waldbrandausbreitung. Mhm. Pumpen ist das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Mantel könnte auch ein Baum sein. Ich habe gerade Mantel anstatt Pumpen Mantel und Wind verstanden. Hey, und jetzt? Was haben wir noch an Schädling? Ja. Was haben wir noch an Schädling? Was hatte ich vor uns gesagt? Geist könnte in dem Sinne ein Schädling sein, also wenn man daran glaubt. Mandel, aber Mandel ist ja kein Obst, es ist eine Nuss, also würde ich die weglassen. Darfst du jetzt was eigentlich so noch viele raten, wie du willst, oder darfst du nur einen noch raten? Bitte? Darfst du jetzt eigentlich noch alle raten, oder darfst du jetzt nur einen raten? Du darfst immer die Zahl, die da steht, plus eins. Also wenn eine zwei da steht, darf ich erst nur drei. Dann also doch, okay. Aber wenn ich die da vorhergehenden richtig geraten habe, ne? Ansonsten drehen die anderen. Ja, klar. Sobald falsch. Und es gibt ist, aber als gut. Geheimdienstchef auch die Option, dass du nicht. Oh, bitte drück auf Geist. Ne, nicht 1, 2, 3 hinschreibst, sondern unendlich. Dann kann ich, hätte ich das hier raten können, wie ich will. Oder es gibt noch eine andere Option, wie man das machen kann, McEcke. Und zwar, indem man eine 0 auswählt. Wenn jetzt zum Beispiel, also nur mal ein Beispiel: Prinzessin wäre das schwarze Wort. Ja. Und du schreibst dann hin, Königstochter 0. Dann bedeutet das, nimm nicht die Prinzessin. Egal was du tust, nimm nicht die Prinzessin. Und die 0 impliziert aber gleichzeitig auch, dass man so viele Sachen, wie man sonst möchte, wählen kann. Aber es ist quasi dann ein Hinweis an das eigene Team zu sagen, okay, ihr seid da völlig auf dem Fehldampfer, diesen Begriff nicht wählen. Auch wenn viele dann da direkt drauf. Wow. So, was, also ich denke mal, Funken und Wind war richtig für Waldbrandausbreitung. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort, Solanum, hat mir gut gefallen. Aber was nehmen wir jetzt für Schädling? Ich bin halt am überlegen, Geist zu nehmen. Bitte? Ich probiere es jetzt einfach mal. No! Danke! Danke! Aber da wäre ich auch gewesen. Oh, schade. Kirche wäre es nicht gewesen. Nein. Obwohl Juden. Okay. Nein. Ja, die Mandel ist eine Nuss. Atom, hier, Turm ist richtig. Geil. Also für Atom. Was hattest du alles bei Judensklave gedacht? Ich fange oben an. Okay, fang oben an. Bei Atom hatte ich Bombe, Horn und Moskau. Der Pol war für mich gar nicht da drin. Horn? Ja. Der Horn? ABC-Alarm. Ach so. Ah, so ein Martinshorn, Alarm, okay. Ja, dieser Alarmhorn, okay. Für Judensklave war dann Ägypten, Turm, Mond und nochmal Horn. Turm, Mond. Mond, okay. Ja, Turm, weil Mond, Sterne ist halt immer so Zeichen für irgendwelche Glaubenssachen. Ja, gut, okay. Also da ist tatsächlich eher Stern, würde ich sagen. Bei also den Mond Juden eher Stern, das ist richtig, aber Mond habe ich halt als Stretch gesehen. Naja, okay. Und ich war jetzt am Ende am Überlegen, entweder Mann für Mond und Daumen, aber es war Moskau bei euch halt noch nicht gewesen, deswegen habe ich dann gedacht, entweder Zar oder Hammer und Sichel. Das Ding ist, mein Chat hat auch ab und zu zwischen Moskau überlegt und immer wieder gesagt, bei Atom, glaube ich auch, mehrfach und auch bei den Juden. Hatte auch, glaube ich, einer kurz reingeschrieben, aber bei Atom auch mehrfach, wegen auch Atommacht und so. Ja, genau. War für mich aber ein bisschen zu weit tatsächlich, weil ich mir mit Pol zum Beispiel zu sicher war. Was hattest du jetzt bei Judensklave alles drin? Also Ägypten dann und was noch? Turm, Horn und Mond. Und Mond. Okay. Mond? Also Horn, wie gesagt, Schafarhorn bin ich voll dabei. Turm.
fand ich ein bisschen weit. Also, okay. Wo kam der Turm her aus deinem Gedankengang? Der Turm von Alexandria. Das ist doch, glaube ich, meine ich, oder nicht? Genau, den meinte ich. Ja, klar, Snacks. Nein, meinte ich nicht, aber ich hab Turm. Solange mal eine Frage, du meintest also Mandel noch bei Obstschädlingen, ja, oder? Ja, genau. Es ist ein Nuss, aber ich wollte... Nee, botanisch gesehen, ich kein vernünftiges Wort. Botanisch gesehen ist die Mandel eine Steinfrucht, also Steinobst. Ja, tatsächlich. Stimmt. Hat mir mein Chat auch nochmal zwischendurch gesagt, dass die Mandel ein Obst ist, hätte ich nicht gewusst. Botanisch ja, ich dachte gesehen, halt bei Schädlingen noch an Geist, Obst. Weißt du, weil... Ja, also, ja, ja. Weil du hast halt auch extra... Du hast ja auch extra Schädling genommen und nicht irgendwie Insekt oder ja, Kleintier oder... Ja, geht ja schlecht. Ich kann ja schlecht Fruchtinsekt schreiben. Das ist ja kein vernünftiges Wort. Ja. Fruchtfliege hättest du machen können, aber dann wäre man nicht auf die Wanze gekommen. Eben. Wer will dann auf die Wanze kommen? Ja, ich sag halt, wie gesagt, ich dachte, Geist passt halt auch zu Schädlingen. Also je nachdem, wie man es halt sehen will, weißt du? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ja, es war ein Risiko. Aber Glück hat sie nirgendwo noch schon mit drin, oder? Mhm. Okay. Aber du musst mir... Aber hier, Waldbrandausbreitung fand ich richtig gut. Solange. Ja, der war das gut. Ich hätte noch viel anderes... Ich wollte noch mehr Begriffe gerne haben. Es waren immer nur Zweier und Dreier. Das war mir ein bisschen wenig. Ich wollte ja auch mal einen Vierer oder so haben. Aber McEckel, du musst mir mal den Pol erklären für Atom. Naja, ein Positiv- und Negativpol. Ein Atom hat positive und negative, Elektronen und das kann halt als Pol genannt, gedacht werden. Also habe ich noch nicht gehört, aber okay. Naja, die Polung von etwas, ne? Positiv und negativ ist halt die Polung. Wie etwas gepolt ist. Ich dachte, wären die Atom-U-Boote gemeint, die ja am Nordpol aufgetaucht sind. Elektronen. nee, also ich habe tatsächlich an die Polung gedacht. Positiv und negativ. Hallo Spyro, einen wunderschönen guten Abend. Abend Spyro. Moini. Ich hätte noch wen, der mitmachen würde. Ein Mod von mir, wäre das in Ordnung?